Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem absolut coolen Hufflepuff Dagi LP unterstrich LBH. So spricht, glaube ich, niemand den Namen aus, aber so heiße ich komischerweise. Ich habe wieder meine tolle Hufflepuff-Krawatte richtig an. Ja, ich habe einige Nachrichten bekommen, dass ich die wohl in den letzten oder in den ersten Folgen falsch anhatte, nämlich um den Hals. Wer macht denn sowas? Also, so ist es richtig, Leute. Und wir befinden uns hier immer noch im Westturm, weil der gute Snape hat ja zuletzt irgendwie was Geheimnisvolles gemacht. Wir müssen dem jetzt irgendwie folgen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe 91 Energiepunkte, was bedeutet, dass wir natürlich heute hoffentlich einiges schaffen und ordentlich weit kommen. Aber, und da muss ich mal gerade ganz kurz ein bisschen getriggert sein, ich habe keine 100 gratis Diamanten bekommen. Alle haben mir auf Twitter geschrieben, dass sie gratis Diamanten bekommen haben, 100 Stück, warum auch immer. Aber der Dagi, der bekommt überhaupt keinen. Mann, ey, ich fühle mich ein bisschen verarscht vom Spiel, aber okay, können wir wohl nichts dran ändern. Hier ist der gute Dagi LP bzw. Daniel Granger und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal direkt in die erste Mission, denn lange quatschen will ich nicht. Und ja, also, wir müssen einmal hier nach hinten auf Korridor klicken, da ist auch schon der fast kopflose Nick, und dann Snape und Filch folgen. Also Leute, los geht's. So, jetzt sind wir hier im Korridor und da steht auch schon die gute Merula Snide und ich freue mich schon sehr, ja, wieder mit ihr zu quatschen. Das ist ja meine beste Freundin. Und hier haben wir den guten Filch, Mrs. Norris und Snape, die da auch am Quatschen sind. Also entweder belauscht Merula die oder sie wartet da auf die. Ich gehe mal von ersterem aus, wir werden es jetzt herausfinden. Hallo Merula, wie geht's dir? Raus hier! Psst. Mit wem redet Snape? Du bist wirklich ein Trottel. Das ist der Hausmeister, Mr. Filch. Er streift durch die Korridore, um Schüler dabei zu erwischen, wie sie die Schulregeln verletzen. Unterhalten sie sich über die verwunschenen Verliese? Sei still, sonst kann ich nichts hören. Wer weiß sonst noch von der Sache? Nur Mr. Mrs. Norris und ich haben das Eis gesehen, Sir. Ich wollte dem Schulleiter Bescheid sagen. Natürlich. Ich werde Professor Dumbledore informieren. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit der Schande. Mit Granger? Was rede ich da? Ich habe keine Ahnung, Leute. Stimmt! Es die Verliese voll sind mit Gold, gewaltigen Prophezeiungen und Artefakten aus einer Zeit noch vor Hogwarts? Und dass der Granger-Junge bei der Suche nach seinem Und dass der Granger-Junge bei der Suche danach seinen Verstand verloren hat? Spiel, wenn du wenigstens die Sätze richtig schreiben würdest, dann könnte ich die auch echt viel leichter vorlesen. Glaubst du kaum, aber es ist wirklich so. Kümmern Sie sich nicht um den Inhalt der Verliese. Wir müssen die Leute von Ihnen fernhalten. Versperren Sie diese Tür und lassen Sie sie bewachen. Oh-oh. Wie steht es eigentlich gerade bei der Sache mit Granger? Wen interessiert's? Das ist ein weiterer Hinweis auf die verwunschenen Verliese. Du glaubst wirklich an die verwunschenen Verliese und versuchst sie zu finden? Dabei nennst du meinen Bruder verrückt, weil er genau dasselbe getan hat. Selbst wenn ich mich gegenüber einem Idioten erklären würde, dann nicht hier, wo die Gefahr besteht, von den zwei gemeinsten Menschen in Hogwarts erwischt zu werden. Alter, das war ein Korb. Sie hat recht, ich sollte Rowan erzählen, was ich gehört habe. Nee, muss man jetzt nicht unbedingt, Daniel. Also, du kannst es auch für dich behalten. So, Snape und Filch folgen haben wir abgeschlossen, Leute. Und jetzt wollen die, dass ich mit Rowan rede und mich mit dem treffe. Ja, alles klar, wunderbar. Darauf habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Mit Rowan treffen. Hat Snape dir einen Standpauke gehalten? Ich hoffe, es geht dir gut. Reden wir heute beim Abendessen darüber? Nein. Mann, ey. Der geht mir schon wieder so auf die Nerven, Leute. Die Folge ist keine 4 Minuten alt. Ja, doch, ist sie schon, aber trotzdem. Oh Mann, ey. Ja, Leute, das war jetzt erstmal die Hauptaufgabe, aber ich habe vorhin, bevor ich die Folge angefangen habe, gesehen, dass wir wohl 2 neue Sachen als Unterrichtsfach nehmen können. Und zwar können wir den Nox-Zauber lernen und einen Besen besteigen. Ich freue mich auf beides. Das Besen besteigen muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und Nox ist relativ praktisch, wenn man bedenkt, dass ich Lumos kann. Aber anscheinend kann ich den Lumos-Zauber nie ausmachen, weil ich den Gegenzauber nicht kenne. Das ist ein bisschen unlogisch, Spiel. Ne? Ich weiß nicht, was da los ist bei dir, deswegen machen wir das mal als erstes. Und lernen jetzt zusammen den Nox-Zauber.
So, dafür müssen wir in ein Klassenzimmer für Zauberkunst, logischerweise. Oder? Ja, doch, ich gehe mal davon aus, ne? Ja, Zauberkunst, Nox. Machen wir das mal, Leute. Es haben sich übrigens manche beschwert, dass ich den Ladesong nicht mehr singe aus Harry Potter und der Halbblutprinz von meinem Let's Play damals. Liegt aber daran, weil der Ladestream ist ein bisschen verbuggt und ich kann dabei nicht reden, weil sonst läuft das alles mega asynchron. Also leider geht das nicht, Leute. Es tut mir sehr leid. So, das ist der gute Flitwick und den sprechen wir jetzt mal direkt an, weil wir was lernen wollen. So, mir wurde letztens ein Tipp gegeben, was ich hier am besten nehmen sollte. Nur ich habe leider überhaupt nicht zugehört. Tut mir leid. Oder ist nicht erstanden. Ich gehe mal wieder auf 3 Stunden, Leute. Ich denke, das ist die goldene Mitte. Das passt schon. Lernen. Bitte gehen Sie für den heutigen Unterricht das Buch und Ihre Notizen durch. Alles klar, Flitwick. Okay, ja gut. Dann eine Frage stellen. Erstmal an mich selber. Ne, man muss sich auch selber häufig Fragen stellen. Das ist wichtig, Leute. So. Und jetzt fragen wir Rowan ab, weil der hat das wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden wieder. Deswegen, Rowan, hast du das verstanden? Nee, okay, alles klar, kein Problem. So, was haben wir hier? Wir kritzeln ein bisschen herum, ein bisschen, ja, Galgenmännchen spielen ist auch wichtig in der Schule, Leute. Kennt ihr ja wahrscheinlich aus dem eigenen Leben. So, dann schreiben wir aber auch nochmal ein bisschen, damit es so aussieht, als würden wir uns bemühen. Und haben auch schon den ersten Stern dafür bekommen. So, jetzt natürlich die Frage, was nehmen wir hier für eine Belohnung? Ich nehme mal das hier. So. Psst, gib mir den Zettel. Notiz weitergeben. Ich will die Notiz nicht weitergeben. Warum gibt es keine Option, dass ich die nicht weitergebe? Oh nee, Alter. Ich will dir meine Notiz nicht geben. Ey, Spiel, zwing mich nicht, nett zu Rowan zu sein. Ey, das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Da steht, wetten, du bist hässlich. Da steht, guck, da steht, du bist hässlich. 100%. Ja, jetzt kriege ich Empathiepunkte für eine Empathie, die ich niemals selbst bewiesen hätte, weil es Rowan ist. So, Zaubereffekte studieren. Das kriegen wir doch gut hin, denke ich. Bitte achten Sie darauf, der Text und die Diagramme an der Tafel werden Ihnen helfen, die Lektion zu verinnerlichen. Alles klar, ja, dann würde ich mal die Tafel untersuchen. Das ist eine gute Sache, Daniel, hast du gut hinbekommen. Ja, dann Tafel lesen wäre auch nicht schlecht, wenn man sie untersucht. Und Diagramme abzeichnen ist logischerweise dann die nächste Aufgabe. So, dann, Flitwick ein bisschen zuhören, der quatscht bestimmt auch wichtige Sachen. Und damit haben wir auch den 2. Stern. Nice, Leute. Oh, und wir kriegen sehr viel Empathie. Ja, die nehme ich natürlich dankend mit. Konzentrieren Sie sich auf diesen Punkt und merken Sie ihn sich. Konzentrieren. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ah, doch, ich habe es geschafft. Ich habe manchmal echt so Zuckungen in den Fingern, Leute. Dann schaffe ich das nicht. Ich habe das einmal bisher nicht geschafft, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich es nicht schaffe. Das war nicht sinnvoll, Leute. Das ist so... Egal. Und wieder Empathiepunkte. Also heute bin ich definitiv ein sehr empathischer Dougie. Also definitiv, Leute, da kann ich mir doch mal auf die Schulter klopfen. Und den Popschutz wegkicken. Ich habe eine Lektion zu einem sehr wichtigen Thema vorbereitet. Alle mal zuhören. So, ja, dann mit offenen Augen träumen. Das macht der Dougie sehr häufig. Das ist realistisch, Leute. So, dann notieren. Muss man ja auch ab und zu. Und einen Blick darauf werfen. Danach haben wir hoffentlich alles fertig. Na, noch nicht ganz. Ja, dann nochmal Flitwick hier. Haltung nachahmen und damit sollten wir die Aufgabe gemeistert. Nein, immer noch nicht. Okay, können wir noch was anderes antippen, weil wir brauchen nicht mehr so viel. Na, okay, wir können nur das, leider. Aber damit haben wir jetzt die Aufgabe geschafft und jetzt können wir endlich den Gegenzauber für Lumos wirken. Was wirklich ein bisschen seltsam ist, weil, ja, wenn wir Lumos die ganze Zeit gewirkt haben, dann hätten wir den Zauber auch gar nicht ausmachen können ohne Nox. Der wäre doch immer angeblieben. Ja, ich verstehe. Also, vielleicht kann das jemand von euch beantworten. Ich bin dafür zu dumm, Leute. Wir nehmen auf jeden Fall hier das. Um wieder ein Level aufzukommen, hoffentlich irgendwann. Ich habe eine Frage für Sie. Mal sehen, ob Sie die Antwort wissen. Oh oh. Wie lautet die Beschwörung für den Schildzauber? Stupor, Aguamenti oder Protego? Ja, Stupor ist nicht die richtige Antwort. Aguamenti auch nicht. Und Protego, ja, ist jetzt nicht wirklich schwer, Leute. Ja, nice, haben wir das auch geschafft. Hervorragend. Boah, ich bin ein richtig schlauer Schüler, Leute. Endlich kann ich mal in der Schule gut sein. Das ist ein Gefühl, was ich niemals im Leben hatte. Guck mal, wie ich grinse. So fühlt man sich also, wenn man was hinbekommen hat. Das ist echt ein neues Gefühl für mich. Das ist toll, Leute. So, und damit haben wir auch die Aufgabe bestanden und haben jetzt die Lektion Nox freigeschaltet. Verdiene 3 von Zauberkunststernen, um diese... 3 von Zauberkunst... diese deutsche Sprache in dem Spiel ist sowas von gut,
passt auf jeden Fall absolut perfekt auf meinen Kanal. Lernt man noch weniger als vorher schon. So, damit haben wir auch ein bisschen Empathie bekommen. Wir kriegen den Nox-Zauber jetzt in unsere Liste. Und weil die Folge gerade mal 10 Minuten alt ist und ich ja, die Edelsteine rauspfeffer wie sonst was, könnten wir ja gerade mal gucken, ob wir eventuell noch die andere Aufgabe bewältigen. Aber wir können hier wohl nochmal rein. Ach, jetzt können wir den Zauber nochmal anwenden, oder wie? Oh, wie cool, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, machen wir das. 3 Stunden dauert die Aufgabe, aber das sollten wir mit 50 Energiepunkten eigentlich noch gerade so hinkriegen. So, Nox-Vorführung. Heute werden Sie Nox lernen, den Gegenzauber zu Lumos. Ach so, wir hatten vorher eigentlich nur die theoretischen Sachen gelernt und jetzt die Praxis. Ach so, okay. Verwenden Sie Nox, wenn Sie Ihren Zauberstab im Notfall löschen müssen. Erlauben Sie mir eine Demonstration. Nox. Das machst du echt super, Flitwick. Also ich wundere mich erstmal ein bisschen. Das ist echt fantastisch. Also ich bin der Wahnsinn. Also da notiere ich mir nochmal kurz, wie verwundert ich gerade war. So, für mein Tagebuch nämlich. Da haben wir schon den ersten Stein. Und wir nehmen das hier. Ich glaube, ich wähle das Richtige. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich da richtig die Sachen wähle. Dies ist der wichtigste Teil meiner Vorführung. Passen Sie genau auf. Ja. Oh nee, ich hasse das. Aber ich schaff's. Ganz knapp war es jetzt diesmal, aber ich hab's geschafft. Hervorragend. Und wieder mein tolles Schwiegermutters Lieblingslächeln. Guck mal, wie der grinst. Der ist auch ein bisschen... Und wieder kriege ich Empathiepunkte. Nice. Also langsam müsste ich da mal wieder ein Level aufkommen, glaube ich. So, Nox Beschwörung lernen. Nox ist ein Zauber, der das Licht des Zauberstabs verlöschen lässt. Verlöschen lässt. Also bin ich jetzt blöd oder ist das einfach nur scheiß Deutsch? So, erstmal abschreiben bei Rowan. Ich weiß, das wird nichts bringen, aber ich will ihm einfach nichts Gutes. Vielleicht denken die Lehrer dann, er hätte bei mir abgeguckt und dann wird er vielleicht... Also, ne? So, jetzt hören wir erstmal den Gryffindor-Mädchen im Hintergrund zu. Irgendwie finde ich die ganz schnieke. Aber wo ist eigentlich Penny? Ist sie nicht mit mir im einen Kurs? So, jetzt gucken wir uns das Buch hier an, weil ich will Rowan auf jeden Fall umgehen, soweit es geht. Und da haben wir den zweiten Stern. Und jetzt nehmen wir, ja, Empathie wieder. Und wir sind Level 6 in Empathie, Leute. Ich wusste, es würde gleich kommen. So, jetzt können wir hier nochmal. Und das war ja wohl perfekt. Also, da bin ich ein bisschen stolz gerade. Ja, er anscheinend auch. Und wieder Schwiegermutters Lächeln. Schwiegermutters Lieblingslächeln. So. Und wieder Empathie. Nox-Effekte nachschlagen kommt jetzt dran. Viele Leute missverstehen, was der Zauber Nox bewirkt. Auf der Tafel finden sie korrekte Erklärung. Auf der Tafel finden sie korrekte Erklärung. Yeah. Flitwick, du bist der perfekte Deutschlehrer. So, Augen zusammenkneifen, weil er überhaupt nicht schreiben kann und wir das sonst nicht erkennen. Dann nochmal ein bisschen aufpassen. Dann nachdenken, ist auch nicht verkehrt. Dann die Warnung beherzigen, die er uns gegeben hat. Und damit müssten wir jetzt Stern Nummer 3 kriegen. Kriegen wir auch. Nice. So, ja, ich nehme mal wieder Empathie. Ich denke, ich weiß nicht, Münzen. Ich will mir ja keine Kleidung mehr kaufen. Bringt, glaube ich, nicht mehr so mega viel. Konzentrieren Sie sich auf diesen Punkt und merken Sie ihn sich. Auch schon wieder das. Ah, aber langsam habe ich den Trick raus, glaube ich. Komm, Schwiegermutters Lieblingslächeln. Oder, ja, jubeln. Ich glaube, der hat ja gerade eine gegeben. Habt ihr das gesehen? Die Faust so? Ich glaube, der hat ja gerade richtig eine verpasst. So, Nox nachschlagen kommt jetzt auch noch dran. Bitte gehen Sie das Buch und Ihre Notizen durch, um zu sehen, wie und wann man Nox zaubert. Okay, da machen wir das. Erstmal ein bisschen lesen, was er gerade halt gesagt hat. Dann gucken, was ist das da eigentlich für ein Schüler? Den kenne ich noch nicht. Den höre ich mal zu. Vielleicht ist der ja ganz korrekt. Und da haben wir schon den nächsten Stern. Und jetzt nehme ich das. Also ich würde Münzen wirklich nur nehmen, wenn es viele Münzen wären. Also über 50 oder so. Vergiss nicht, wie man Nox zaubert. Konzentriere dich. Bam. Also bis jetzt habe ich es echt nicht verkackt. Also mich wundert das von Tag zu Tag mehr. Aber warum grinsen die sich so dämlich an, Alter? Ah, wieder Empathiepunkte. Guck mal bitte, wie die... Also, Typen dürfen sich gerne angrinsen, aber nicht roven. Nicht roven, Leute. Das kann ich nicht gut finden. Ich glaube, Sie sind für einen Versuch bereit. Probieren Sie Nox aus. Okay, ja, dann den zu zaubern versuchen. Dann Worte aufsagen.
Und deinen Zauberstab schwingen. Eintrag überprüfen auch noch, okay. Und dann Ergebnisse überprüfen. Und damit sollten wir es... Nein, immer noch nicht. Jetzt brauchen wir irgendwas mit 1. Ach fuck, jetzt habe ich das gedrückt, ne? Keine Energie mehr? Oh nee, Alter. Ja, Leute, wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Ja, jetzt kommt der schlaue Ducky-LP, weil wir haben ja hier noch, ne? Holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Gratis-Energie. Die habe ich extra freigelassen. So, dafür müssen wir hier drauf. Wir sind jetzt gerade im Ostturm. Gehen wir jetzt mal im Westturm. Und dann an dieses Bild hier. Da kriegen wir wieder einen Energiepunkt. Ich glaube, mittlerweile sollte das jeder von euch kennen, wo die Energiepunkte sind. Ich glaube, ich muss das nicht mehr erklären. So, dann der Hauself. Dann das Schlossgelände natürlich noch. Denn hier wartet der liebe kleine Fang auf mich. Hallo, back nicht. So, Fang, komm her, zu Papa. Oh. Ich kann mich dafür jedes Mal begeistern. So, dann haben wir noch im Untergeschoss, müssten welche sein. Ja, genau. Wir haben hier nämlich einmal das und einmal das. Und damit haben wir wieder 7 Punkte. Das müsste eigentlich ganz genau reichen, um diese Aufgabe jetzt zu beenden. Ich hoffe es zumindest sehr. Und dann schauen wir jetzt mal. Aber ich bin zuversichtlich. So, wo mussten wir nochmal hin? In den Ostturm, glaube ich. Gut, und damit können wir jetzt die Aufgabe hoffentlich beenden. So. Zaubern üben. Und damit haben wir den letzten Stern geschafft. So, was nehmen wir jetzt? Ich nehme mal wieder Empathie. Es ist Zeit, meinen Zauberstab mit Nox zu verdunkeln. Seht ihr, Leute? Der hätte das vorher gar nicht hingekriegt. Der hätte Lumos gewirkt und hätte den Zauberstab nie wieder ausbekommen. Was ist denn los bei dem? Was ist denn falsch bei dem? Ich weiß es nicht, Leute. So, Nox zaubern. Ach du Heilige, was ist das denn? Nox, okay. So, aber nicht schlecht. Komm, Dagi. Zeig es den Leuten. Was war das denn? Ich sehe nie, wie viele Empathiepunkte ich bekomme, weil die Zahl abgeschnitten ist durch meine fucking Facecam. Aber wir haben alle Sterne bekommen und kriegen für jeden nochmal 5 Empathiepunkte und 5 Hauspunkte sind das, glaube ich, ne? Drücken wir mal auf Einsammeln. Und haben jetzt den Nox-Zauber gelernt. Endlich. So, Leute. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Hier haben wir jetzt den Eintrag fertig. Plus 5 Edelsteine. Ach so, das gibt's. Ah, okay, ich hab's verstanden. Okay, okay. Müssen wir jetzt mal gerade gucken. Ich gehe mal raus. Denn als nächstes steht ja eine Flugstunde an, soweit ich weiß. Genau, hier haben wir Besen besteigen. Oder wir warten hier natürlich noch auf Roven. Der will uns ja noch ein bisschen was erzählen für die Story jetzt selber. Wir sind übrigens in Teil 3 von 4. Das heißt, das erste Jahr wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gehen. Hm. Mal sehen. Also ich hab ja hier oben noch ein paar Punkte frei. Also ich denke mal, mehr als die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon vom ersten Jahr. So. Ja, sollen wir dann noch eine Aufgabe anfangen? Das ist jetzt hier die Frage, Leute. Können die Besenaufgabe jetzt natürlich machen, aber ich bezweifle, dass wir da weit kommen. Wir gehen einfach mal hin, Leute, und ich fange die schon mal an. Ja, so auf jeden Fall nicht. Das machst du nicht so ganz richtig, Daniel. So. So, und dann müssen wir aufs Trainingsgelände logischerweise und den Besen besteigen. So, da ist auch die liebe Hooch. Wobei, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt wie folgt. Wir gönnen uns mal wieder kaufen. So, und ja, hier gönnen wir uns auch noch. Jetzt haben wir noch 14. Okay, damit haben wir jetzt keine Edelsteine mehr. Zumindest nicht mehr genug, um irgendwas damit an Energie rauszuholen. Ich hoffe mal, die 75 Punkte reichen jetzt für die ganze Aufgabe. Wir werden es rausholen. Ich mache das jetzt noch mit euch in dieser Folge. Wobei, ja gut, wenn ich jetzt eine 1-Stunden-Aufgabe daraus mache, dann wäre das ja eigentlich kein Problem. Ist jetzt die Also mir hat letztens irgendjemand was in die Kommentare geschrieben von wegen, ich muss darauf achten, wie weit ich bin. Also von meinen Punkten her. Wo sehe ich das nochmal? Ach ja, hier. Ja toll, wenn meine Kamera da jetzt nicht wäre, wäre das ja echt toll, ne? Aber, Also in Wissen bin ich schon wieder fast ein Level up. Können wir eigentlich mal drauf achten, dass wir demnächst Wissen nehmen. Ich sehe leider hier gerade nicht, wie weit ich bin. Ja, kommt Leute, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal wieder mit 3 Stunden. Ich denke, 75 Energie sollten dafür auf jeden Fall reichen.
So, jetzt stehen wir sogar direkt gegenüber von Merula. Schau an, wenn das nicht jedermanns liebster verfluchter Schüler ist. Oh Mann, Merula, ey. Keine Ahnung, was da steht. Ich mach's einfach mal. Solange da nicht knutschen steht. So, dann, die Entenstutzen. Dann lachen über Merula natürlich. Und über Roven. Dann natürlich noch ein bisschen hart arbeiten. Das kann der Dagi gut, glaube ich. Dann abbürsten. Und immer noch nicht den ersten Stern. Eieiei. Jetzt aber hoffentlich. Nein, immer noch nicht. Wie viele Punkte? 4? Nee. 3 ist besser. Ignorieren, das ist immer eine gute Sache, Daniel. So, damit haben wir unseren ersten Stern und über 20 Energiepunkte verhauen. Okay. Ja, hier nehme ich jetzt ausnahmsweise mal die Münzen. Jetzt kommt die rüber, Alter. Was will die denn von mir? Ha! Du denkst, du bist so schlau, aber ich wette, das kennst du noch nicht. Frage beantworten. Oh ne, jetzt stell die mir eine Frage. Ich kann mich nur lächerlich machen, Leute. Wer ist der Wildhüter von Hogwarts? Oh, Leute. Das war jetzt nicht so wirklich schwer, Merula. Ich dachte eigentlich die Riesenkrake. Ich glaube, die ist ein bisschen aggro gerade. Und ich lache die einfach aus, eiskalt. So, und jetzt müssen wir eine Vorführung machen. Jeder bitte gut zuhören. Ich demonstriere jetzt die richtige Besentechniken. Die richtigen Besentechniken. Aber reden kann ich nicht. So, ja, dann demonstrier mal schön. Nachdenken erstmal ein bisschen. Boah, geil, geil, Leute, wir können gleich wahrscheinlich fliegen. Roven zuhören, was für ein Idiot der ist. Dann beobachten. Dann, was, Merula zuhören? Ich verstehe nicht, warum ich das tun sollte, aber okay. So, dann nochmal zuhören, mir selber. Und, ja, damit machen wir das auch nochmal. Ey, flieg nicht weg. Und damit haben wir den zweiten Stern auch schon. Nice, Leute. Ui, und jetzt nehme ich auch wieder die Münzen. Das waren jetzt 50, das ist okay. Sie werden höchstwahrscheinlich schmerzlich fallen, wenn Sie Ihre Konzentration auch nur für eine Sekunde verlieren. Schauen Sie mir zu. Konzentrieren. Nice. Oh ja, Schwiegermutters Lieblingslächeln. Oh, die hat das auch drauf, Leute. Guckt mal bitte. Oh, Hilfe. Komme ich da jetzt mal ein Level auf? Ich war doch kurz davor, oder nicht? Oder war das im Wissen? Vorbereiten, den Besen zu kommandieren. Es ist an der Zeit, dass Sie üben, Ihre Besen zu kommandieren. Stellen Sie sich in... Stellen Sie sich hin. Strecken Sie die Hand aus und sagen Sie... Auf! Au, oh, ich hab den... Leute, ich mache mich hier echt... Das ist ziemlich risky, was ich hier mache. So, erstmal ein bisschen diesem blonden Mädchen zuhören. Über den Besen sprechen. Ja, wir schaffen das mit den Energiepunkten, Leute. Ich bin da sehr zuversichtlich. Grinsen nochmal. Starren. Und dann nochmal mehr bemühen. Und dann nochmal Roven zuhören. Und damit haben wir auch hoffentlich, ja, den letzten Stern geschafft. Nice, Leute. So, diesmal nehme ich mir die Empathiepunkte wieder. Kann ja nie schaden eigentlich. Nun, Mr. Granger, rufen Sie Ihren Besen zu sich. Hoch. Hoch. So, wieder hervorragend, Leute. Ich bin der Beste. Der einzig wahre Besenflieger hier. Na, guckt mal hier, Roven, der kriegt einfach gar nichts gebacken. Der kriegt einfach überhaupt nichts. Also keiner hier kriegt anscheinend irgendwas gebacken. Hm. Naja. So, wir kriegen hiervon jeweils 5, 5, 5, 4 Punkte und 4 Hauspunkte. Nice, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Vielleicht kommen wir ja jetzt ein Level auf. Oh oh, Merula. Ich glaube, die will jetzt was von mir. Oder? Ah ne, doch nicht. Okay. Ja, Leute, damit haben wir heute 2 neue Fortschritte geschafft. Einmal haben wir den Zauber Nox gelernt und wir haben jetzt einen Besen kommandiert. Eine sehr coole Sache, wir können ihn jetzt auch hochrufen. Ich fühle mich so ein bisschen jetzt wie Harry Potter. Und ja, ist doch ein sehr, sehr guter Fortschritt eigentlich für eine Folge. Ich würde sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn gerne auf dem Logo. Hier irgendwo ist das gerade verlinkt, hier so neben meiner Facecam wahrscheinlich. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch alles Gute, Leute, und ciao!